Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Pascal von Finance Coach und ich begrüße euch zum heutigen Marktgespräch. Und bei mir ist natürlich wieder Mirko. Hallo Mirko. Hallo Pascal und hallo in die Runde. Was wieder für eine stürmische Woche. Auch wir saßen wieder am Sonntag um 23 Uhr vor den Rechnern, um zu gucken, was passiert. Also auf alle Fälle der Markt nichts für schwache Nerven. Definitiv nicht, Mirko. Wir werden auch gleich noch näher analysieren, warum. Ich habe schon gemerkt, dass es in einigen Chats und auch in Blogs deutlich ruhiger geworden ist, sofern sie überhaupt noch existieren. Also Chats laufen anscheinend noch, aber Blogs haben in den letzten 2 Wochen einige dicht gemacht oder legen eine vorläufige Pause ein, wie sie so schön sagen. Schauen wir mal, wann sie wieder aus dem Dornröschenschlaf dann erwachen, falls sie jemals wieder erwachen. Wir leben jedenfalls noch, unser Konto lebt noch und ihr werdet heute auch wieder einen Einblick bekommen. Dass ich es nicht vergesse, zeige ich gleich mal zu Beginn wieder unseren Haftungsausschluss, weil wir natürlich nachher auch wieder über Echtgeld-Trades sprechen, bevor dann der Mirko übernehmen wird mit einem Marktüberblick, der nicht minder spannend ist heute. Also Haftungsausschluss und Risikohinweis. Wie gesagt, wir zeigen Echtgeld-Trades für alle, die es noch nicht wissen. Und wir sprechen natürlich auch beständig über Chancen, Möglichkeiten, aber auch Risiken. Trotzdem raten wir dringend davon ab, uns blind nachzuhandeln. Jeder muss immer selbst wissen, was er tut und welche Risiken sein eigenes Konto eben verkraftet. So, Mirko, dann darfst du gleich mal übernehmen und uns einen Einblick geben in das, was uns ja die letzte Woche wieder begleitet hat und wie der Markt aktuell steht. Das ist ja wirklich wie auf dem Jahrmarkt, auf dem Schaukelschiff. Also ich muss mal wirklich sagen, also Schaukelschiff, das ist wirklich übertrieben. Also wir können hier wirklich Achterbahn mit Looping sagen, sogar schon, weil es ist wirklich so nervenaufreibend, auch für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das in dieser Form noch nie erlebt. Solche Schwankungsbreiten, also gleich mal 10, 15%, eine Boeing heute 30% angestiegen aus nix. Ja. Wo man dann ganz einfach sagt, also was ist hier los? Kann ich denn hier überhaupt in dem Markt noch operieren, ohne die Gefahr zu kriegen, hier irgendwie ihn auf die Mütze zu bekommen? Aber schauen wir mal, was die Morgenroutine sagt. Ja, also die Volatilitäten sind halt immer noch ganz hoch. Der VIX ist auch noch in Backwardation. Hat sich ein bisschen abgeflacht. Also wir waren schon viel, viel höher, 61,29. Also auch wenn wir davon sprechen, dass wir vielleicht mal 20% im VIX runtergekommen sind, ist das immer noch enorm, weil ein VIX von 60, den handelt man nicht so leicht. Und was wir sehen, der VVIX, der ist auch noch nicht runtergekommen. Also man sagt so, ab 140 ist Panik und wir sind jetzt schon ein paar Tage über der 140, also echt, echt sportlich. Also selbst wenn wir uns das mal angucken, die letzten 5 Tage, da kann ich auch noch keine 140 erkennen. Schauen wir mal den letzten Monat, dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt am 13. März angefangen, die 100, oder vielleicht sind doch noch ein bisschen zeitiger. Ach du Hilfe. Schaut mal, also wir haben ja wirklich angefangen am 11. März mit einer über 140 im VVIX. Ihr wisst, dass der VVIX ist das Gaspedal der Volatilität. Also wie schnell verändert die sich? Und hier geht einfach kein Druck raus. Also das sieht zwar alles jetzt erstmal nach Erholung aus, aber es geht auf alle Fälle kein richtiger Druck raus, zumindest was den VIX betrifft und was den VVIX betrifft. Wenn wir weiterschauen, dann sehen wir natürlich die Volatilität im Öl gestern auf 170. Wenn wir heute mal schauen, Pascal, kannst du nebenbei, ach nee, du hast, kennst nicht, warte mal, ich gucke mal schnell, was die Volatilität im Öl jetzt sagt. Oh, der OVX ist heute etwas gefallen, um 15% auf 143, hurra. Man sagt ja, OVX ab 40 ist ein gutes. Ist eine gute Möglichkeit, halt, war das auch der richtige Sekunde? Ich will nochmal noch überprüfen, nicht, dass ich euch was Falsches sage. Ja, OVX, genau, 144 zeigt es bei mir auch. 144. Man sagt, ab 40 haben wir eine hohe Volatilität im Öl. Was ist denn dann bitte schön 144? Also, ihr seht, Und dass. 144 ist dann noch niedrig für die letzten Tage. Wir waren ja gestern, vorgestern über 200. Genau, also das ist richtig. Richtig der Oberhammer. Also das ist so, so schwierig und die Optionspreise, die bestehen fast nur noch aus Volatilität. Dann, wenn wir uns weiter anschauen, natürlich auch der Euro, die Volatilität im Euro. Hier ist die Volatilität ein bisschen zurückgegangen in den T-Notes. Wenn wir uns die Advanced Decline anschauen, dann sehen wir natürlich an der Nice, dass wir gestern ordentlich sportlich zugelegt haben. Ich meine, gestern waren aber auch 15%, oder? Wie waren das gestern, Na, 15 Pascal? nicht, aber 11% waren es auf jeden Fall 11? im Dow Jones und
Selbst im S&P und im Nasdaq haben wir auch gut zugelegt. Aber wir waren vorbörslich mal, ich glaube, im Minus sogar, ne? Oder kannst du, oder sind wir gleich hochgesprungen? Ich weiß gar nicht mehr. Also das, was in den letzten Tagen los war, das war schon echt der Hammer. Auf alle Fälle, der 20. Klein zieht natürlich ganz schön an. Und das sieht auch auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Also das passt auch. Der S&P zieht auch an. Also hier müssen wir echt gucken, was hier weiter passiert. Sonst kann man insgesamt aus dem Markt eigentlich keine Informationen rauslesen. Die einzige Information im Gold, zum Beispiel der HUI, das ist dieser Goldbugs-Index, der hat angezogen. Also ich rechne schon damit, dass Gold schon weiter steigt. Also der hat jetzt über seinen 21er Moving Average gedreht auf Tagesbasis. Und die Goldminen, also das ist zurzeit wahrscheinlich der absolute Kracher. Gut, müssen wir gucken, ob es so bleibt, wie es weitergeht. Das ist auch ganz wichtig. Und immer dann gleichzeitig ein Auge aufs Gold legen. Und ich rechne damit, dass der Goldpreis erstmal nicht runterkommt, also zumindest nicht wesentlich, obwohl zwar die Commercials total short sind im Gold, also können wir uns auch mal angucken. Hier, also wer halt, Kakao, habe ich auch geschlossen schon, im Gold. Also wer sich hier das anschaut, das sieht halt ganz deutlich, dass die Commercials total short sind, und dann macht natürlich der Goldpreis hier einen Spike nach oben, nochmal auf die 1700, und alle stehen da, wie es schaltet aus, wenn es donnert. Na gut, ist halt so, und kann man halt nicht ändern, aber ich weiß nicht, ob das nur eine kleine Konsolidierung war und der Preis vielleicht doch noch ein Stück hoch geht. Ich habe immer geschmunzelt, wenn die Goldjünger hier von einem Goldpreis von 2.000 oder 4.000 sprechen. Naja, das Schmunzeln ist mir schon ein bisschen aus dem Gesicht gerutscht. Und dir, Pascal? Naja, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt anderer Meinung als du. Ich bin noch ein bisschen short eingestellt für Gold, einfach aus dem Grund, weil ich davon ausgehe, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben im Gesamtmarkt. Und wenn da richtig Panik aufkommt, wir wissen ja, was dann passiert, dann wird Gold auch abverkauft. Haben wir ja auch die letzten Tage und Wochen gesehen. Wenn wirklich Panik im Markt war, wurde Gold abverkauft. Und das erwarte ich einfach auch wieder, dass das passiert, wenn der Markt zurückkommt. Wann das ist, wissen wir natürlich nicht. Aber ich bin ja mit sehr wahrscheinlicher, großer Sicherheit dabei, dass der Goldpreis fallen wird, wenn die Märkte auch runterkommen. Zumal wir jetzt hier einfach das Level von 1700 wieder erreicht haben, wieder daran abgeprallt sind heute. Und ich war das vorgestern, wo diese Riesenbewegung war mit 7% plus im Gold. Da hat man es relativ gut gesehen, dass der Papiergoldpreis dem Echtgeldgoldpreis nachgelaufen ist, dem physischen Gold, weil erstaunlicherweise nicht nur Klopapier knapp ist, sondern tatsächlich auch physisches Gold. Denn wenn die Leute Panik haben, dann kaufen sie sich natürlich auch wieder Gold. Und das hat man gesehen bei den physischen Goldhändlern. Die haben plötzlich keine Verkaufspreise mehr gestellt, sondern nur noch Ankaufspreise für Gold. Wollten also quasi gar nichts mehr verkaufen oder hatten nichts mehr auf Lager, was sie verkaufen konnten, haben deshalb keine Verkaufspreise gestellt. Und da ist tatsächlich der Papiergoldpreis und der physische Goldpreis auseinandergegangen. Auch eine sehr interessante Situation, die ich so noch nicht erlebt habe. Zeigt einfach, dass die Marktteilnehmer am Terminmarkt eine andere Meinung haben, beziehungsweise vielleicht auch anders agieren müssen, anders handeln müssen, als die in Panik geratene Zivilbevölkerung, die sich jetzt eben mit Gold eindecken möchte. Deshalb bin ich gespannt, wer da wem hinterherläuft, ob jetzt der Papiergoldpreis einfach nur dem physischen Goldpreis kurz hinterhergezogen hat die letzten Tage. Und ob sich das dann wieder legt nach unten. Also ich bin, wie gesagt, sehr guter Dinge, dass wir da wieder runterkommen von dem Preisniveau, wenn die Märkte auch wieder zurückgehen. Wenn wir weitermachen, dann sehen wir natürlich unseren schönen Fear and Greed. Der stand gestern bei 13, jetzt bei 18. Also jetzt kommt schon wieder ein bisschen Entspannung rein. Also wir haben keine extreme Angst mehr, sind aber noch im ängstlichen Bereich. Also hier bleibt abzuwarten, wie das weitergeht. Auf alle Fälle, zumindest im Fear and Greed, etwas Entspannung. Sonst, unsere Ampeln stehen halt nach wie vor auf Rot. Also eigentlich, wenn hier rot ist, haben wir als Optionshändler nichts im Markt zu suchen. Ich selber habe auch keine Optionsposition mehr, weil es ist einfach nicht einzuschätzen ist, was hier in den nächsten Tagen passiert. Sicherlich kann es was sein, dass wir hochlaufen. Kann auch sein, dass wir auf die 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 laufen. Aber wir wissen halt dann nicht, wie es runtergeht. Und wer sich auch mal heute im Laufe des Handelstages wieder den S&P zum VIX betrachtet hat, das sieht halt, der S&P, der steigt halt 4% und der VIX lässt gerade mal 0,5% nach. Also hier ist auf alle Fälle auch noch irgendwas ungereimt. Entweder stimmt der VIX nicht oder der S&P. Wir werden es auf alle Fälle sehen.
Oh, was wieder mit dem Internet, mir kurz? Bist du gerade wieder kurz weg? Ja, hörst du mich wieder? Ja, muss gerade noch mal den letzten Satz sagen. Jetzt bist du wieder da. Ja, ich sagte, ist halt ein bisschen komisch jetzt, Corona-Pause und Urlaubsschein, aber da kann man auch mal ein schönes Buch zur Hand nehmen. Das ist am sichersten, zumindest für diejenigen, die noch nicht ganz genau wissen, was sie tun. Dann, was war Interessantes? Wir hatten auf alle Fälle gestern einen Update. Und das ist eigentlich so ein Zeichen, worauf ich die ganze Zeit immer gewartet habe. Ich habe gesagt, okay, wenn die Märkte halt fallen, 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 dann will ich sehen, dass die großen Hände zugreifen. Und das sieht man am besten in so einem Update. Das heißt, 90% des Volumens wird halt in steigende Kurse gekauft. Oder in steigende, ja, in steigende Kurse, in steigende Aktien. Das haben wir gestern gesehen. Das sah wirklich super aus. Wir hatten auch so gestern so einen Turnaround Tuesday. Und auch heute sieht es insgesamt relativ sportlich aus. Denn wenn wir uns die Most Active Stocks Analyse anschauen, dann sehen wir, dass wir auch hier knapp an einem, ja, ich würde schon sagen, ne, knapp an einem 90-10-Tag sind, wo hier auf alle Fälle es so aussieht, als wenn hier irgendjemand zugreift. Weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass das nach einer langen Aufwärtsbewegung jetzt die Letzten kaufen, sondern hier ist es ja wirklich gegen den Trend, also gegen den Bärentrend, den wir haben, dass hier halt wirklich großes Volumen in steigende Aktien konsumiert wird. Gut, ist auf alle Fälle ein Zeichen, wo man sagen kann, okay, wir sind von der Bodenbildung nicht weit weg. Wenn wir weiterschauen, sehen wir natürlich, dass die Volatilitäten etwas zurückgekommen sind, aber es täuscht auch ein bisschen, weil dazu müssen wir uns auch mal die IVP für ein Jahr anschauen. In den Qs eine 61, im Dow Jones eine 80 und im Spider eine 68. Die 68 ist jetzt nicht mehr so hoch, weil wir die ganze Zeit immer 100 gewohnt waren. Aber 97, also eine IVP in einem Jahr, das heißt nur in 3% der Tage waren wir halt höher wie 97. Das ist halt noch nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Zeichen davon, dass es nicht nochmal auf 100 gehen kann. Das heißt, wir müssen, sind immer gefeit, nochmal gegen die Volatilität zu laufen. Gerade wenn der Markt steigt, die Volatilität kommt nicht so richtig runter. Ja, da wäre ich eigentlich auch schon durch mit der Morgenroutine. Es sieht insgesamt nach wie vor nicht so rosig aus, also zumindest was steigende Kurse betrifft. Ein Lichtschimmer ist schon dieser Update. Den sollte man schon wahrnehmen. Vielleicht nochmal heute abwarten. Wenn heute nochmal ein Update kommt, dann ist das natürlich auch ein gutes Zeichen. Und dann könnte man langsam mal versuchen, vorsichtig mit ganz klitzekleinen Positionschen schon mal in den nächsten Abverkauf mit Putz zu agieren. Also der Meinung bin ich auch. Wir sind ja nah an dieser Zielmarke, die wir auch letzte Woche besprochen hatten vom S&P, wo wir ja schon relativ weit runtergelaufen waren, aber wir waren noch nicht ganz an dieser Zielmarke, die ich so genannt habe, von um die 2000 Punkten. Jetzt sind wir ja wieder sehr stark hochgelaufen mit einem der besten Tage seit, wie viele Jahren waren es? 87 Seit Jahren, ne? 1933. Genau, seit 1933, also seit 87 Jahren der beste Tag im Dow Jones mit 11,4% plus. Schon enorm und dafür ist trotzdem die ganze Morgenroutine, wir haben es ja gerade gesehen, immer noch sehr, sehr rot. Also noch nicht so, dass man sagen würde, jawohl, ich bin super euphorisch und kaufe jetzt, was das Zeug hält, sondern man muss weiterhin noch vorsichtig agieren, aber wie Mirko sagt, sich jetzt langsam mal bereit machen, wenn es wieder runtergeht, dann kann man eben auch schon anfangen, die ersten Puts zu schreiben, weil es jetzt eine interessantere Marktlage ist, in der man tatsächlich den Beginn einer Bodenbildung sieht, ja. Es mag absurd klingen zu sagen, eine Bodenbildung, wenn wir solche extremen Bewegungen haben, aber das ist tatsächlich so, dass wir normalerweise einen Boden nicht nur einmal anlaufen, sondern auch mehrmals anlaufen und der auch nicht immer auf derselben Höhe exakt gebildet wird. Also deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass nochmal wirklich so eine Torschlusspanik kommt, so wie wir sie heute und gestern auf der Oberseite gesehen haben, wo die alle schon denken, oh je, ich bin bei der Rallye nicht dabei, diese klassische FOMO, Fear of Missing Out, ich muss jetzt schnell kaufen, sonst verpasse ich natürlich alles, diese Schnäppchen. Genauso wird man das nochmal auf der Unterseite sehen müssen, diese tatsächliche Ausverkaufspanik. Und dann kann man davon sprechen, dass wir tatsächlich einen Boden gesehen haben und dass dann auch wieder die Käufer in den Markt kommen, weil dann müsste auch irgendwann mal klar sein, wie lang diese Ausgangssperren, diese Shutdowns der Wirtschaft tatsächlich anhalten sollen.
Es muss einfach mehr Klarheit dann kommen durch die Fallzahlen, die wir haben, also durch die Infizierten mit dem Coronavirus, was die Regierung gedenken, wie lange das Ganze noch anhalten soll. Ich bin gespannt, wie es in den USA wird. Trump hat ja davon gesprochen, dass sie zu Ostern schon wieder das Ganze lockern wollen und die Wirtschaft schon wieder hochfahren wollen. Er ist da schon wieder ein bisschen zurückgerudert inzwischen, weil er wohl gemerkt hat, dass es doch vielleicht nicht so schnell möglich sein wird. Da bin ich mal ziemlich gespannt, weil die USA sind ja noch etwas hinterher, wie wir alle wissen, was die Fallzahlen angeht, beziehungsweise den Status, in dem sie sich aktuell befinden mit der Corona-Krise. Da sind die Europäer ja schon etwas weiter, aber auch wir sind noch nicht über den Berg. Auch bei uns steigen die Fallzahlen noch von Tag zu Tag stärker an. Diese Kontaktsperren, die ja jetzt erlassen worden sind, die sollten aber auch irgendwann Wirkung zeigen und dann werden wahrscheinlich auch die Börsen dann irgendwann darauf reagieren. Aber solange die Situation in den USA noch schlimmer wird und die Auslastung in den Krankenhäusern steigt, denke ich, wenn da die Medien darüber berichten werden und weiterhin unklar ist, wie lange eben dieser Shutdown der Wirtschaft insbesondere in den USA noch anhält, kann das weiterhin noch zu Unsicherheiten führen, trotz dieser gesamten Rettungspakete, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder beschlossen worden sind. Genau, das muss man immer im Auge haben. Und das Coronavirus ist sicherlich ist die Ursache. Also es ist auf alle Fälle dieses externe Ereignis, was es gebraucht hat, die Märkte zu erschüttern. Die ganzen Auswirkungen, also auch wenn das Coronavirus von heute auf morgen einfach verschwunden ist, die Auswirkungen sind trotzdem da. Und ich denke, hier wird das letzte bisschen aus der Bilanz rausgekehrt und wird alles in diese Corona-Schublade geschoben. Und dann, wenn die Märkte sich mal richtig, richtig gesäubert haben, dann haben wir mal wieder schön eine lange Zeit, um halt von steigenden Kursen zu profitieren, weil dann ist alles raus, ist die ganzen Unternehmen haben mal ordentlich ausgekehrt. Vielleicht gibt es dann auch die Unternehmen nicht mehr, die die ganze Zeit sowieso sich nur durch die günstigen Zinsen am Leben halten, erhalten können. Gut, wie das jetzt ist, wird man halt sehen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es einige Unternehmen vielleicht in der Form in naher Zukunft gar nicht mehr geben wird. Mit Und Sicherheit. Also wir haben die diese ersten, Bereinigung. haben wir ja schon gesehen, die den Finger gehoben haben. Ich nenne mal hier Vapiano oder Maredo, die beiden Restaurantketten, die vorher ja auch schon sehr hohe Schuldenquoten hatten, insbesondere aufgrund der Expansion, ist die Frage, ob die gerettet werden, ob die sich mit Überbrückungskrediten dann nochmal retten können durch die Corona-Krise, oder ob das eben dazu der Auslöser war, dass die jetzt endgültig eben aus dem Markt gefegt werden. Und ich denke, es wird die eigentlichen Auswirkungen, die werden wir jetzt nicht gleich in den nächsten 14 Tagen oder 3 Wochen sehen. Ich denke sogar, dass wir die eigentlichen Auswirkungen vielleicht erst in 1 oder 2 Jahren sehen. Nämlich, was passiert denn? Viele Leute, also morgen kommen übrigens die Arbeitslosenzahlen, viele Leute verlieren ihren Job. Es gibt sehr viele Amerikaner, die nur noch zu zweit in einem Haus wohnen, in einem großen Haus wohnen, weil die Kinder schon ausgezogen sind und dorthin gezogen sind, wo es Arbeit gibt. Wenn sie den Arbeitsplatz nicht mehr haben, wird eins passieren, die Familien werden wieder zusammenrücken. Das heißt, auch der ganze Immobilienmarkt, den wird es etwas ausdünnen. Und die Banken müssen komplett die ganzen Risiken neu bewerten. Und was glaubt ihr, was dann passiert mit den Risikozuschlägen? Also die Amerikaner kriegen ein richtiges Problem, wenn sie es nicht schnell in den Griff kriegen. Ja, also wie gesagt, ich erwarte auch, dass da nochmal ein Schlag in den Nacken kommt für einige Marktteilnehmer und dann sind sie wieder alle überrascht, wie das sein kann, dass nach so einem guten Tag, der ja rekordverdächtig gut war, seit mehreren Jahrzehnten eben, dass dann nochmal ein solcher Abverkauf folgt. Aber ich habe schon gesehen, auch es gibt auch mehrere warnende Stimmen, die sagen, aufpassen, das war vielleicht noch nicht alles. Und ich denke, dass diese warnenden Stimmen hier tatsächlich recht behalten werden. Aber der Markt hat, wie gesagt, immer recht. Lassen wir uns einfach überraschen, was er uns noch bringt. Jedenfalls sind wir schon vorbereitet, wenn es denn soweit ist, auch wieder die ersten Puts zu schreiben. Denn auch irgendwann wird jeder Crash, jede Krise mal wieder vorbei sein. Ich bin erstaunt, wie schnell es runterging. Das hatten wir tatsächlich auch noch nie. Aber deshalb bin ich auch umso optimistischer, dass wir dann auch schnell wieder einen Boden finden werden und dann wieder rauskommen werden. Ich sage nicht, dass wir sofort wieder neue Allzeithochs machen, aber zumindest, dass wir irgendwann diesen Abverkauf beenden werden. Es waren ja immerhin fast 40%, die wir schon minus haben. Gucken uns das nachher auch gleich im Chart nochmal an. Und da muss dann auch irgendwann mal wieder gut sein und diese Korrektur dann eben auch beendet sein. Und interessant ist das natürlich auch für uns Optionsverkäufer, ne? Weil was wird denn mit den Optionsprämien passieren?
viele, viele institutionelle Anleger oder andere Anleger werden jetzt sagen, oh, ich brauche doch ein bisschen Absicherung, falls es wieder kriselt. Das heißt, wir werden in Zukunft, sobald der Markt nur ein kleines bisschen wackelt, wieder wunderschöne Optionsprämien bekommen und nicht so wie die letzten Jahre. Da muss der ordentlich wackeln, damit die Optionsprämien hochgehen. Und jetzt wird es halt wirklich so sein, der Markt, der kriselt so ein bisschen in der Nase und dann geht die Volatilität schon hoch und schon können wir schöne Optionsprämien verkaufen. Also das wird auf alle Fälle deutlich besser als die ganzen Jahre zuvor. Ja, gut, lassen wir uns da mal überraschen. Wenn du soweit durch bist, Mirko, würde ich sagen, wechseln wir mal in die Kontoansicht rüber. Ja. Dann lege ich das mal auf den anderen Bildschirm. Und dann schauen wir mal rein in die TWS. So, und wir sehen, dass wir heute wieder im Minus sind, weil unsere Shortcalls immer noch offen sind und natürlich in solch steigenden Märkten verlieren hier leider auch unsere Shortcalls, denn die Volatilität ist nicht zurückgekommen, so wie wir es bisher erwartet haben in den steigenden Märkten. Wir haben ja auch gesagt, der OVX ist auf Rekordniveaus und genauso verhält es sich auch mit dem VIX, der immer noch auf sehr, sehr hohen Levels ist. Ich kann es gerade mal zeigen, wo wir da aktuell stehen, dann sehen wir mal ein bisschen, wie es so aussieht, wenn wir uns den S&P anschauen als Index, der ja stellvertretend sozusagen für die 500 Titel steht, die da drin handeln. Gucken wir uns einfach mal die Tageskerzen an, da sehen wir schon mal, was für extreme Bewegungen es gibt. Kann natürlich sein, dass da, gut, das war jetzt wahrscheinlich ein Fehltick hier unten, aber da sehen wir grob die Entwicklungsrichtung. Also wir haben hier extreme Niveaus ausgebildet von um die 85 in der Spitze, sind jetzt dadurch, dass wir die letzten Tage gestiegen sind, beziehungsweise heute gestiegen sind, mit der Volatilität wieder runtergekommen. Aber erstaunlich ist, dass wir trotzdem nicht wirklich tiefere Levels unter 50 erreichen, sondern uns weiterhin auf einem hohen Niveau aufhalten. Zum Vergleich mal, wenn wir noch zurückgehen ins Jahr 2008, 2009 und uns anschauen, was hier die Spitzen der Volatilität waren, da waren wir hier auf 96,4 im VIX, also ganz so hoch haben wir es noch nicht geschafft. Aber das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich glaube, dass hier nochmal ein Schlag kommt, der uns ruckzuck auch wieder auf diese alten Hochlevels bringen kann oder eben auch über die 90er-Marke befördern wird. Vielleicht, Pascal, wir haben jetzt auch einzelne Sicherungen im Markt. Das heißt, wir haben ja ein Downlimit bei 7% und dann bei 20, ne? 7,13 und dann bei 20 wird 7,13 beendet, ja. Das heißt, es ist sogar anzunehmen, dass der VIX nicht ganz so hoch steigt, weil wir ja jetzt diese Levels im Markt haben. Oder, Pascal? Wie würdest du das sehen? Volatilitätsunterbrechung gab es ja schon immer. Die gab es auch schon 2008. Klar, 1987 zum Beispiel gab es keine Volatilitätsunterbrechung. Das war ja der Grund, warum das bis heute der schwärzeste Tag in der Geschichte ist. Es wird zwar immer davon gesprochen, der beste oder schwärzeste Tag nach Punkten, aber das ist natürlich in meinen Augen Quatsch, weil wenn der Dow Jones höher steht, dann kannst du natürlich immer neue Rekorde in Punkten aufstellen. Es geht ja um die prozentuale Änderung und die war 1987 mit immer noch am schwärzesten, mit über 20% Minus an einem Tag. Das werden wir aber auch nie wieder schaffen können, eben weil wir bei minus 20% den Handel vorzeitig beenden für den Tag. Das ist der Grund wahrscheinlich, warum du sagst, Mirko, dass wir durch diese Unterbrechung eben wieder Ruhe reinbekommen können und eben nicht auf extremere Levels so schnell steigen können. Aber trotzdem kann es natürlich passieren, dass es am nächsten Tag weitergeht und dass die Volatilität weiter anzieht, dass wieder Absicherungsbedarf entsteht und dass dann eben Nachfrage nach Optionen besteht und dadurch eben höhere Versicherungsprämien bezahlt werden. Also unmöglich ist es nicht und wir sehen auch, wie schnell das sich ändern kann. Wir sehen, wie schnell der VIX fallen kann, genauso wie schnell er am nächsten Tag schon wieder oben sein kann. Also mich würde es persönlich nicht wundern, wenn wir diese Bewegung, die wir die letzten 2-3 Tage gemacht haben, wieder komplett umkehren bis zur Mitte nächster Woche und dann auch wieder auf den VIX-Levels von 85 oder sogar auf 90 stehen. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das ist nur meine persönliche Meinung, aber ich persönlich gehe da von einer sehr großen Wahrscheinlichkeit aus, dass das tatsächlich sich so ereignet. Ja, das dazu, warum eben die Volatilität der Short Calls nicht runtergekommen ist. Natürlich verdienen wir trotzdem immer ein bisschen Theta, aber wenn natürlich das Delta gegen uns läuft, wir sehen, wir sind hier knapp unterhalb der ersten Standardabweichung, was ja ein Delta 16 wäre. Hier bei SMH sind wir beim Delta 25, da also etwas drüber. Aber wir sehen trotzdem, sind die alle noch gegenüber unserem Verkaufspreis im Plus.
haben aber auch noch 51 Tage Restlaufzeit. Wenn wir jetzt tatsächlich diese fallenden Märkte wieder haben, von denen wir ausgehen, dann sollten die natürlich auch wieder etwas gewinnen, wobei natürlich die Volatilität auch weiterhin wieder hoch sein wird oder anziehen wird. Wir müssen einfach mal schauen, wie weit wir dann runterkommen im S&P und ab welchem Level wir die dann entsprechend auch schließen können. Wenn wir eben weit weg sind von den Strikes, aber die Volatilität eben hoch ist, wird da trotzdem immer noch ein gewisser Zeitwert drin sein, auch wenn der Abstand eben sehr weit ist zu den Strikes. Aufgrund der Volatilität wird sich da einfach immer noch Zeitwert drin halten, auch aufgrund der Restlaufzeit, die wir halt hier immer noch haben. Trotzdem halten wir erstmal noch daran fest an diesen Short Calls, auch wenn sie uns jetzt aktuell in diesen volatilen Marktphasen, wo es starke Anstiege und auch wieder Kursverfälle gibt, entsprechend auch Volatilität hier mit ins Depot reinbringen. Was ihr wieder als Neues seht, ist eine Position, die wir heute aufgebaut haben. Wir haben wieder den Spider CFD geschortet und zwar in zwei Tranchen, 25 Stück heute sind wir eingestiegen. Wir zeigen euch gleich mal den Chart vom S&P, dass wir da mal drüber sprechen können, warum wir uns wieder dafür entschieden haben, hier entsprechend einzugreifen. Also mache ich mal erstmal den Tageschart, dass wir das Ganze nochmal sehen. Ich muss mal hier gerade noch das Fibonacci wegmachen, dass wir hier mal einen freien Chart haben. Also wir sehen, von welchem Niveau wir runtergekommen sind, auf wie schnell wir binnen zwei Tagen wieder nach oben geschossen sind. Und wir sehen, dass wir heute an dieser Marke sind, von den knapp 2550 Punkten, wo wir hier schon mal einen Widerstand hatten an zwei Tagen, wo dann wieder abverkauft worden ist. Deshalb sind wir davon ausgegangen, dass wir jetzt hier nach diesen zwei sehr, sehr positiven Tagen, wie gesagt, gestern extrem positiver Tag, so ein richtiger schöner Turnaround Tuesday, muss man ja sagen, dass wir da eben wieder auf tiefere Levels zurückfallen werden. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir hier eben knapp unter dem Tageshoch angefangen haben, die Spider CFDs wieder zu verkaufen. Ich zeige das Ganze nochmal auf dem Stundenchart, wo wir da genau eingestiegen sind, beziehungsweise vielleicht mal auf dem 15-Minuten-Chart, dann ist etwas detailreicher zu sehen. Also wenn wir hier mal eine kleine Linie hinlegen, dann sehen wir die Levels, die wir hier hatten an diesen beiden Tagen, von denen ich hier gesprochen habe, die konnten heute eben kurzfristig überwunden werden. Wir sehen auch, was das für eine große Kerze war, auch im 15-Minuten-Chart. Und dann wurde das Ganze sofort wieder massiv abverkauft. Jetzt sind wir aktuell wieder an diesen Levels, die werden also immer noch getestet. Ich bin gespannt, was der Markt in dieser letzten halben Stunde jetzt noch macht. Ob er versucht, diese Marke hier zu verteidigen und zu halten oder ob wir dann tatsächlich einen Abverkauf sehen in den letzten Minuten des Handels. Und diese Marke tatsächlich hier verteidigt wird. Also rein charttechnisch bin ich mal gespannt, was da passiert mit dem Markt noch. So, upsala. Ich zeichne jetzt trotzdem nochmal ein Fibonacci-Level ein, dass wir mal auch nochmal sehen, weil ich ja damit sehr gerne arbeite, an welchem Punkt wir uns aktuell befinden. Auch hier sehen wir, klar, es wäre noch Luft nach oben, ja, bis wir hier an diesem 61,8er Fibonacci wären, beziehungsweise entsprechend 38,2er, je nachdem, wie rum man das entsprechend anlegt. Nichtsdestotrotz ist es erstmal eine Marke, die vielleicht für Umkehrung sorgt, wie gesagt, weil wir hier eben Widerstände haben durch diese beiden Tageskerzen und natürlich, weil auch sehr viel positive Nachrichten jetzt erstmal eingepreist sind. Also zum Beispiel diese ganzen Hilfspakete, die jetzt der Senat verabschiedet hat, das, was die Federal Reserve verabschiedet hat mit dem unbegrenzten Ankauf von Wertpapieren. Also da hat sie ja mächtige Bazooka ausgepackt und abgeschossen, die aber Montag erstmal gar nicht gegriffen hat. Also da sind die Märkte ja weitergefallen und haben neue Tiefs ausgebildet, wo sich jeder gefragt hat, was kann die Zentralbank jetzt überhaupt noch tun, um die Märkte zu beruhigen. Jedes Mal, wenn sie kommt und was macht, geraten die noch mehr in Panik. Und erst als dann relativ klar wurde, dass diese Senatsentscheidung durchgeht, dass da ein Rettungspaket rausgeht und jeder Bürger tatsächlich einen Scheck zugeschickt bekommt, um erstmal über die Runden zu kommen, dann hat sich der Markt wieder etwas gefangen und beruhigt. Also man kann das jetzt nachrichtengetrieben sehen oder rein charttechnisch sehen. Wahrscheinlich hängt es einfach beides miteinander zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt je mehr die Fallzahlen steigen, und das werden sie ja in den USA, desto schlimmer wird jeder auch die Situation wahrnehmen. Denn im Verhältnis zur Bevölkerung sind die Zahlen immer noch sehr gering in den USA. Ich kann es vielleicht gerade mal einblenden. Da kann man das ja auch täglich verfolgen von der Johns Hopkins Universität. Sieht man dann hier die Fallzahlen. Ich hole mal gerade den Link rein, dass wir das sehen können. Habe ich es jetzt ausgeschnitten? Ich hoffe. Zack. Moment, hier der Link. So, da können wir rein.
Da sehen wir auch, dass die USA jetzt viele europäische Länder auch überholt haben von den Fallzahlen, einfach weil die so schnell steigen. Und es wird der Fall sein, dass die in den nächsten 2 Tagen auch Italien überholt haben. Ich denke mal, morgen wird es schon der Fall sein und dann natürlich auch China und damit das Land sind mit den meisten Corona-Infizierten. Also da sehen wir schon mal, wie steil die Kurve nach oben geht. Also da sehen wir Tag für Tag, wie viele Infizierte die USA eben hatten. Also am 23. waren es noch 43.800, dann 53.700 und jetzt schon 61.000. Also die Zahlen steigen massiv und das liegt auch daran, dass die noch relativ niedrig sind, weil die ja noch gar nicht so viele Tests haben, um überhaupt großflächig auch testen zu können von den Personen, bei denen Symptome auftreten. Und trotzdem sehen wir auch schon, wie hoch die Todeszahl ist, also auch schon relativ hoch. Klar, die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man verschiedene Länder vergleicht, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, die halb so viele, nicht ganz halb so viele, ein bisschen mehr als halb so viele hatten wie die USA, aber eben nur 205 Tote. Aber klar, die Zahlen sind schwer zu vergleichen, gerade wie wenn man Italien anschaut, wo man eben sieht, dass bei 74.000 Fällen 7.500 Tote sind, was eine sehr hohe Todesrate eben darstellt, was aber auch damit zusammenhängt, dass eben unterschiedlich getestet wird und unterschiedlich eben festgelegt wird, ob das jetzt ein Corona-Toter ist oder der eben an einer anderen Todesursache gestorben ist. Ja, jedenfalls das mit ein Grund, warum wir glauben, dass in den USA wir noch lange nicht über den Berg sind und Trump eben mit seiner Ankündigung zu Ostern schon wieder den Shutdown beenden zu können, wahrscheinlich sehr weit daneben liegt. Das haben ihm auch einige Senatoren ziemlich deutlich und ja, rigoros klar gemacht, dass das eher nicht der Fall sein wird, dass man in 2 Wochen schon wieder zur Normalität übergehen kann, auch wenn er sich das vielleicht wünscht, um seinen Wahlkampf endlich weiter treiben zu können. Er ist jetzt, ich habe es so am Rande mitbekommen, dass er jetzt sogar davon abgerückt ist, das als China-Virus zu bezeichnen. Das ist ja auch ein Affront gegenüber China, beziehungsweise den im Land lebenden Asiaten. Ich glaube, es sind immerhin 7% Asiaten, die in den USA leben. Und da versucht er, die wahrscheinlich dann auch wieder einzufangen für den Wahlkampf und ist dann inzwischen wieder davon abgerückt, obwohl anscheinend die G7-Erklärung sogar daran gescheitert ist, dass er darauf beharrt hat, dass es China-Virus heißt und eben nicht Coronavirus bzw. die Krankheit Covid-19. Naja, sei es drum, es bleibt weiterhin spannend, auch die letzten Minuten heute insbesondere. Da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, wo der S&P heute schließen wird und was wir da weiter sehen. Sicherlich müssen wir diese Short-CFD-Position auch managen, wenn das ganze Szenario nicht aufgehen sollte, wenn wir also hier deutlich höhere Levels eben sehen sollten. Also oberhalb von der 2650 wäre unser Szenario sicherlich kaputt, ja, weil wenn wir dann diese Zone hier auch überwunden haben, mussten wir uns tatsächlich überlegen, wie es dann aussieht, ob wir dann keinen weiteren Abverkauf sehen und keinen entsprechenden doppelten Boden sozusagen. Wobei, wie gesagt, was heißt doppelter Boden? Ich erwarte ja, dass wir bis auf die 2000 Punkte zurückgehen. Für die, die letzte Woche nicht dabei waren, zeige ich es einfach nochmal ganz kurz, warum ich das glaube. Wenn ich eben hier mal ein Fibonacci einziehe seit dem Tiefpunkt 2009 und dann hier an den Hochpunkt gehe, dann sieht man eben sehr gut, dass wir hier beim 50er Retracement, das eben bei Korrekturen sehr gern und sehr häufig angelaufen wird, knapp oberhalb von den 2000 Punkten im S&P sind. Und hier sehen wir auch, dass wir im Jahr 2015, 16 relativ lang uns in diesem Bereich, in dieser Zone aufgehalten haben, was einfach dafür spricht, dass der Kurs in diese Zone fallen könnte und hier eben Unterstützung findet. Ja, wir sehen, dass wir trotzdem von diesem Tiefpunkt schon wieder 16% gestiegen sind, also massiv nach oben. Aber ich denke, dieser Schaukelmarkt wird uns noch eine Weile begleiten, zumindest ein paar Tage und Wochen. Deshalb, ja, müssen wir da eben weiter dranbleiben, weiter beobachten, was passiert und Positionen managen. Wie Mirko bereits sagte, aktuell halten wir uns noch zurück mit dem Verkauf von Optionen, weil die Volatilitäten mögen zwar gut sein, aber es ist noch kein nachhaltig steigender Markt. Aber wir halten uns eben bereit, sofort eben einzusteigen, wenn wir hier weitere Abverkaufstage sehen, die eben auch dann einen Boden bzw. eine Trendwende erkennen lassen. So, wie seid ihr denn eigentlich aufgestellt, liebe Zuschauer? Schreibt uns doch mal, was ihr in der aktuellen Marktsituation macht. Steht ihr nur an der Seitenlinie oder handelt ihr, wie wir das machen auf unseren privaten Konten, mehrheitlich CFDs bzw. Futures? Oder was macht ihr? Habt ihr Optionspositionen aktuell, vielleicht Spreads oder sonstige abgesicherte Positionen, mit denen ihr im Markt unterwegs seid? Wie gesagt, ich habe gemerkt, dass es relativ ruhig geworden ist. Ich hoffe, dass bei euch, liebe Zuschauer, noch alles in Ordnung ist und euer Depot nicht so stark angegriffen worden ist, wie das bei manchen der Fall ist.
Vielleicht schreibt ihr auch gleich mit hin, mit welcher Margin-Auslastung fahrt ihr zurzeit. Also ich persönlich habe derzeit 13% Margin-Auslastung. Also ich bin sehr vorsichtig unterwegs und spare mir echt meine Margin für die Fälle, wo ich sie wieder rufen höre. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man halt auch genügend Cash hat, um halt im Notfall mal eingreifen zu können. Mhm. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe meine Margin-Auslastung schon ein wenig höher gefahren, was aber daran liegt, dass ich eben aktuell sehr stark short unterwegs bin in den Märkten. Also ich shorte Futures, ich shorte Öl, auch Gold in kleineren Mengen. Und ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass es nach so einer starken Rallye auch wieder einen Abverkauf geben muss, weil ich einfach die USA insbesondere noch nicht über den Berg sehe. Und es ist einfach eine der größten Volkswirtschaften. Und das wird natürlich dazu führen, dass nochmal Panik aufkommt, meiner Meinung nach. Haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen. Deshalb bin ich da hauptsächlich direktional unterwegs und habe eigentlich gar keine Optionsposition. Wobei ich immer noch, ehrlich gesagt, damit liebäugle, im Öl was aufzumachen, insbesondere aufgrund der immer noch guten Volatilität und weil wir einfach so niedrig stehen mit dem Ölpreis. Ich kann es vielleicht mal gerade zeigen, wo wir mit dem Öl stehen, wenn ich mal hier die Futures aufrufe. Da gucken wir mal auf den Mai-Future, der jetzt aktuell Front ist, und dann sehen wir, dass wir immer noch bei unter 25 Dollar heute stehen. Wir waren ja aber schon letzte Woche haben wir ja schon geguckt, waren wir ja hier im Tief bei 20,52 Dollar. Und ja, ich warte, dass wenn die Märkte runtergehen, dass wir auch nochmal in diese Region kommen, vielleicht sogar die 20er-Marke testen und Richtung 19 Dollar kommen könnten. Also wenn so richtig Panik aufkommt, könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann würde ich gerne ein paar Short Puts hier im Öl platzieren. Da wird man sicherlich sehr weit wegkommen und sehr, sehr gute Prämien bekommen. Das ist so mein persönlicher Plan, den ich so für meine Depots habe. Ansonsten habe ich aktuell tatsächlich gar keine Optionsposition offen. Einfach aus dem Grund, weil die Volatilität kaum runterkommt. Wir merken es ja auch schon an unseren Short Calls, aber bei den Short Puts ist es ja genauso. Im Grunde genommen ist es also auch nur ein direktionaler Handel, wenn ich jetzt Short Puts schreibe und darauf setze, dass die Märkte nach oben gehen, weil noch ist die Volatilität eben nicht wirklich stark zurückgegangen. Ja, wir gucken uns mal noch Boeing an. Fand ich auch ganz interessant, weil da natürlich darauf spekuliert wird, dass dieses Unternehmen auf jeden Fall gerettet werden wird durch die US-Regierung und weil die heute eine Meldung rausgebracht haben, dass sie planen, zu Ostern wieder die 737 Max-Produktion aufzunehmen. Ich bin ja mal gespannt, ob sie das wirklich durchsetzen können. Zulassungsmäßig ist da ja auch noch nichts entschieden, ob die jetzt wieder abheben darf, aber zumindest führt es heute mal zu einer kleinen Rallye von sage und schreibe immerhin 20%. In der Spitze waren sie ja schon 27% vorne, auch gestern ging es da schon sehr gut hoch mit 18%, also seit dem Tief, was wir die Woche oder letzte Woche ausgebildet hatten bei 89 Dollar, haben wir also sage und schreibe fast 100% wieder zugelegt, wenn wir heute den Höchstkurs betrachten. Also schon enorm, welche Bewegung man in Boeing hat. Aber man muss ja auch schauen, woher sie kommt. Wir haben ja öfters darüber gesprochen, dass trotz der schlechten Nachrichten die Boeing eigentlich nie unter die 300-Dollar-Marke zu bekommen war. Und als die mal gerissen wurde, ging es dann doch relativ rasant und schnell nach unten. Und dann Boeing sogar im zweistelligen Bereich zu sehen, also hätte ich mir vor ein paar Wochen noch nicht träumen lassen. Du, Mirko? Ich überhaupt nicht. Also muss ganz ehrlich sagen, dass die Boeing ein bisschen Schwierigkeiten hat, war ja klar. Aber es ist ein systemrelevantes Unternehmen und das darf man nicht vergessen. Und auch der Deal, den sie jetzt gemacht haben, also gerade mit diesen Staatshilfen, verpflichtet die Unternehmen ja schon, die Belegschaft nicht mehr wie 10% dann zu reduzieren. Dann, ich glaube, Dividendenzahlungen sollen ausgesetzt werden, habe ich irgendwo gelesen. Also es war jedenfalls die Rede davon, dass Trump das nicht gerne sieht, wenn Aktienrückkäufe getätigt werden mit dem Geld, um die Preise genau an der Börse zu stabilisieren, wo ich noch sage, du Schlingel, du, die letzten Monate hat dir das gar nichts ausgemacht, wenn die Unternehmen das getan haben, um die Märkte oben zu halten, weil er sich ja immer damit gebrüstet hat, wie gut die Aktienbörsen dastehen in seiner Amtszeit. Die Frage ist halt, wenn wir halt wirklich nicht nochmal ordentlich nachgeben, dann kann man jedem nur diese Buy-and-Hold-Strategie empfehlen, weil dann ist ganz einfach immer die Fed da, dann ist immer der Staat da, der sich immer mehr verschuldet, um ganz einfach die Märkte aufzufangen. Und wenn man so mal zwischen den Zeilen liest, was sie für eine Angst haben, gerade die ganzen Arbeitsplätze zu verlieren, weil sicherlich haben die Leute keine Arbeit, bricht die Binnennachfrage zusammen. Das ist ein Riesenproblem für die USA, weil sie den größten Teil doch schon aus der Inlandsnachfrage befriedigt. Und diese ganzen Zusammenhänge, es ist schon, also ich möchte jetzt auch nicht der Mr. Trump sein,
der dort Entscheidungen trifft, aber es wurden ja auch mit dem Coronavirus verschiedene Strategien gefahren, gerade in USA, dann war das, was Japan, ne? Und mit den Volkswirtschaften, Pascal, die helfen wir mal. Die meinst du, oder was? Die drei Strategien, London, England, die halt schon wussten, dass er halt nicht so ein gutes Gesundheitssystem haben und die ganz einfach eine ganz andere Schiene fahren müssen als die Staaten, die ein besseres Gesundheitssystem haben. Und das ist schon hart, weil der Kapitalismus halt dann wirklich die Schwächeren aussiebt in dem Sinne, weil halt in der Gesundheitsversorgung in manchen Ländern halt sehr viel gespart wird. Und das sieht man ja auch an Spanien, das sieht man in Italien. Und das ist schon, es ist schon schade, ne? Ja, aber nicht nur das, es ist auch sehr erschreckend, muss man sagen, wenn man die Nachrichten liest, dann ist man wirklich froh, dass man in einem Land wie Deutschland lebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Zum einen natürlich, dass man jung ist, dass man nicht gerade zu der größten Risikogruppe gehört, aber zum anderen auch, dass man in einem Land lebt, wo einfach eine gute Gesundheitsvorsorge da ist, eine gute Gesundheitsversorgung da ist, wenn der Fall der Fälle dann eintritt und man tatsächlich behandelt werden muss, so unwahrscheinlich es auch sein mag für jüngere Personen. Ich gucke mal gerade in den Chat rein, die schreiben 30% Auslastung, 10% Auslastung, 35% Auslastung, 20% Auslastung, sehr gut. Also alles niedrige Margenauslastung eigentlich. Super. Spricht dafür, dass ihr sehr gut mit eurem Risiko umgehen könnt und es gut managen könnt und deshalb vielleicht auch noch dabei seid und heute auch noch Interesse habt zuzuschauen und weiterhin die Börse zu verfolgen. Finde ich sehr gut. So, da fragt jemand, warum tradest du CFDs, wenn diese nicht börsenreguliert sind? Gute Frage. Naja, einfach aus dem Grund, weil ich auf kleineren Konten, die ich auch verwalte, entsprechend keine großen Kontrakte handeln kann. Also ich kann da keine Futures einfach shorten, weil die Kontraktgröße zu groß wäre für diese Konten, so wie wir das hier auf unserem 10.000er Konto natürlich auch nicht machen können. Und deshalb handeln wir hier entsprechend die CFDs auf den Spider. Weil wir den Spider natürlich nicht direkt shorten können als ETF. Geht ja nicht, weil wir Europäer sind. Die dürfen diese ETFs ja natürlich nicht handeln, also weder kaufen noch verkaufen. Und deshalb müssen wir auf die CFDs gezwungenermaßen eben ausweichen. Ja, natürlich mache ich das nicht so gerne. Ich habe jetzt auch ein paar negative Erfahrungen gemacht, selbst mit den CFDs von Interactive Brokers. Die werden teilweise mal nicht quotiert oder halt mangelhaft quotiert. Da muss man natürlich aufpassen. Da hast du also vollkommen recht. Es sind halt nicht börsenregulierte Instrumente, die man eben gegen den Broker handelt. Der Broker ist der Kontrahent. Ist jetzt nicht mein Gegner, ja, weil der sichert sich ja normal auch ab am Markt. Aber man muss eben einfach aufpassen, ja. Man hat da einfach weniger Chancen, sich nachher zu beschweren und zu sagen, da wurde der Preis falsch gestellt, weil man hat ihn halt akzeptiert. Ärgerlicher ist halt, wenn dann keine Preise quotiert werden, wie beispielsweise beim CFD auf den S&P. Der heißt hier bei Interactive, heißt der IBUS 500. Und der wird normalerweise ab 9 Uhr quotiert. Und die letzten Tage wurde einfach gar nicht quotiert vormittags, weil die gesagt haben, die Volatilität ist zu hoch. Und das ist natürlich eine ärgerliche Sache, wenn man da eingestiegen ist und dann denkt, ja, super, ich kann den auch vorbörslich entsprechend managen, meine Position. Weil ich meine, der Future ist ja auch da schon handelbar. Und dann ist halt einfach sowas. Dann hat man hier einfach Lücken drin, wo man den nicht handeln kann bis zum Marktstart um 14.30 Uhr. Und sowas ist dann natürlich sehr ärgerlich. Die Uhrzeit wurde allerdings auch nicht angepasst. Also hier steht weiterhin im CFD eben drin, dass der ab 9 Uhr eben handelbar sei, was eben aktuell nicht der Fall ist. Und da muss man natürlich dann vorsichtig sein oder vielleicht im Zweifel auch Abstand davon nehmen. Also ich bin, wie gesagt, nur mit kleinen Positionen in den CFDs unterwegs und auf den großen Konten handle ich die Futures direkt. Ansonsten schreibt Ralf noch Buy and Hold. Ja, Futures, Future-Option, die Aktienoption skalieren. Ja, und da hat gerade jemand ein Lynx-Konto neu eröffnet und wartet noch, bis sich die ersten Shortpulls bald lohnen. Ja, wie gesagt, wir glauben auch daran, dass es wieder die Möglichkeit gibt, demnächst in den Markt einzusteigen mit Shortputs. Aber bis dahin sollte man noch sein Pulver trocken halten, nicht zu früh alles verschießen. Margin-Auslastung, zumindest das, was ihr jetzt hier im Chat geschrieben habt, sieht ganz gut aus. Eine Info noch, bevor ich es vergesse, hat jemand unser vorletztes Marktgespräch geschrieben. Wie sieht es denn mit den Hauptversammlungen aus und ja, den Dividendenzahlungen? Deshalb wollte ich das noch anbringen, weil ich das eine sehr gute Frage fand. Wie finden denn jetzt die Hauptversammlungen statt in Zeiten von Corona? Da gab es jetzt auch den Beschluss, dass die tatsächlich in Abwesenheit der Aktionäre gehalten werden können, beziehungsweise eben voll elektronisch. Das heißt, dass da eben eventuell per Webcast das Ganze übertragen wird und dann auch elektronisch abgestimmt werden kann. Eben auch ein Novum, weil das vorher gar nicht erlaubt war. Ist aber auch wichtig, weil natürlich gerade Langfristaktionäre setzen ja auf die Dividendenzahlungen und ja, die sind ja durchaus noch üppig, zumindest jetzt noch für das vergangene abgeschlossene Geschäftsjahr.
Da werden die Dividenden ja nicht bei allen Unternehmen gleich zusammengestrichen und da setzen ja viele Investoren auch drauf, dass die ausgeschüttet werden. Das kann aber erst gemacht werden, wenn die Dividende auf der Hauptversammlung beschlossen ist. Und wenn natürlich keine Hauptversammlung stattfindet oder die verschoben werden müsste, dann finden natürlich auch die ganzen Zahlungen viel später statt. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr notwendig, weil man eben diese Versammlung online abhalten kann, beziehungsweise in Abwesenheit der Aktionäre. Die müssen also nicht physisch vor Ort sein. Natürlich toll. Und das würde mich auch freuen, wenn das auch zukünftig beibehalten würde, auch in den Zeiten nach Corona, weil man sich dann einfach diese Reisekosten auch sparen kann, die man ja auch steuerlich nicht mehr geltend machen kann, sei es den Sparerpauschbetrag bzw. die Abgeltungssteuer gibt. Da ja, ist das immer Privatvergnügen, auch wenn man verköstigt wird, entsprechend an dem Tag der Hauptversammlung, ja, hat man leider nicht viel davon, weil die Fahrzeit halt trotzdem weggeht und eben die Fahrtkosten eigene persönliche Aufwendung sind. Deshalb wäre es schön, wenn man online trotzdem daran teilnehmen könnte, auch zukünftig. Aber eine gute Nachricht, wie gesagt, immerhin, man muss nicht auf die Dividendenzahlung verzichten. Ich denke, dass viele Unternehmen das wahrnehmen werden, das Ganze dann online abzuhalten. So, der Broker kann auch die Kurse völlig frei bestimmen, das schreibst du. Wahrscheinlich in Bezug auf die CFDs. Naja, völlig frei nicht. Also gerade IB hat natürlich schon den Referenzmarkt und garantiert auch, dass du den Referenzpreis bekommst von Basiswert, auf den sich das CFD bezieht, auch mit demselben Spread. Also völlig frei können sie das nicht bestimmen, zumindest wenn du bei einem seriösen CFD-Broker bist. Aber sie können sich natürlich entscheiden, außerbörslich, also außerhalb der regulären Markthandelszeiten, einfach nicht zu quotieren, obwohl sie das normalerweise eben anbieten, wie das jetzt hier beim IBUS 500 eben ist. Ja, okay. Dann haben wir hier soweit alles durch. Wie seht ihr denn die Marktlage? Seid ihr eher bullisch oder bärisch eingestellt? Habt ihr vielleicht schon für euer Langfristdepot ein paar Aktien nachgekauft jetzt? Oder seid ihr da auch noch auf der Seite zu sagen, ich warte lieber noch ab, die Tiefs kommen erst noch? Würde mich mal interessieren, wie viele der Zuschauer der Meinung sind, wie wir, dass wir da die Tiefs noch nicht gesehen haben und vielleicht entsprechend sogar auch Short im Markt unterwegs sind, wie wir das jetzt sind. Ich sehe gerade, der Spider CFD dreht jetzt gerade ins Plus, also muss der S&P gerade wohl etwas nachgeben. Wir haben ja hier noch die verzögerten Kurse, aber 2516 im ES. 2516, also dann fällt der Future bereits. Wir sehen ja jetzt die Ja. letzte Viertelstunde des Handels. Das ist das, worüber ich vorhin gesprochen habe. Meistens entscheidet sich ja in den letzten ja, 30 oder 20 Minuten dann entsprechend, wohin die Marktteilnehmer den Kurs noch sehen wollen. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, ob wir diesen Tiefpunkt, den wir da knapp oberhalb von der 2500er Marke vorhin ausgebildet haben, ob wir den im Future noch halten können oder ob der un heute unterboten wird und selbst die 2500er Marke nicht mehr halten kann, was natürlich wieder ein deutlich bärischeres Zeichen wäre. Aber ich finde schon mal positiv, dass wir uns von dieser Marke von 2550 entfernen, was wir ja gesagt haben, hier entsprechend ein Widerstand ist, an dem wir entsprechend auch die Position im Spider CFD eingegangen sind. Ach, die habe ich übrigens noch gar nicht gezeigt. Die Ausführungen sehen wir es nochmal. 18 Uhr, 18:45 Uhr haben wir entsprechend hier zum Kurs von 250 schon mal eine Position in den Markt gestellt, weil wir uns nicht sicher waren, ob die Levels oben wirklich erreicht werden und dann per Limit nochmal eingestiegen. Hätte man sicherlich noch besser treffen können, wenn man am PC gewesen wäre, aber ich persönlich war da noch Abendessen und dann auch baden. Deshalb habe ich da einfach ein Limit eingestellt und dann haben wir uns hier mit der zweiten Tranche hier bei 200, knapp 256 entsprechend in den Markt reingestellt, sind reingekommen. Auch wenn die Hochpunkte jetzt ein bisschen höher lagen heute im Spider CFD, war das, denke ich, doch ein ganz passabler Einstieg, würde ich sagen. Zumindest vorläufig betrachtet. Was war das hoch? 256,35. Oh, guck mal, da war der ja gar nicht so schlecht, Mirko, der Einstieg, muss man sagen, ne? Also, ja, ich hätte jetzt gedacht, wir waren höher im Spider. Ich habe jetzt immer nur den Future im Preis im Kopf. Aber dann war das tatsächlich ein sehr gutes Preisniveau, was ich hier eingestellt hatte und hat dann auch charttechnisch eben gepasst, so wie ich das gesehen hatte. Ja, der Future fällt gerade, sehe ich hier auf meinem Smartphone, 2510 Punkte. Es geht also weiter massiv nach unten. Das wird jetzt natürlich unsere Short Calls wieder nach vorne bringen. Da sehen wir sogar, der Facebook Short Call dreht jetzt schon ins Plus. Witzigerweise, die Tages-GNV, die ist ja immer aktuell. Da sehen wir ja auch, wenn wir mit der Maus drauf gehen, vielleicht wusste das noch nicht jeder von euch, da sehen wir ja auch den Marktkurs hier eingeblendet. Also das ist immer die Mitte zwischen Geld- und Briefkurs, ja, Midpoint zwischen hier Geld- und Briefkurs, ist ja hier 15 Minuten verzögert, deshalb die gelben Punkte. Hier sehen wir aber tatsächlich den Live-Kurs, wenn wir draufgehen. Der Marktkurs ist einfach Midpoint zwischen Geld- und Briefkurs. Ja. Deshalb kann man hier also auch immer verfolgen, in welche Richtung gerade sich die Märkte bewegen. Und auch hier diese Spalte, ganz wichtig, Kurs des Basiswerts, auch die Spalte ist hier tatsächlich live. Das heißt, da sehen wir,
entsprechend, wo sich die Facebook-Aktie, die Microsoft-Aktie oder der SMH-ETF entsprechend gerade befinden, weil wir hier tatsächlich 2,498. Live-Kurse haben. Oh, wir unterschreiten die 2500. Das ist tatsächlich wirklich spannend heute. Das wär, ich weiß nicht, wir haben immer an den spannendsten Tagen unsere Livestreams, Mirko. Das ist doch wahrscheinlich, ist doch wahrscheinlich. Entweder hören die uns zu. Ich glaube, die hören uns zu. Habt ihr jetzt alle geschortet, so, liebe Zuschauer, oder was ist los? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Jens Dittrich schreibt, auf den ES ist gleich MES. Ja, MES ist ja der Mikro-Future. Also es gibt ja den Mini-Future, das ist der ES. Der S, den Spider, den, Entschuldigung, den S&P. Future werden wahrscheinlich die wenigsten handeln, weil der einfach relativ groß ist. Der hat ja hier eine Kontraktgröße, die sehr, sehr groß ist. Also ich zeige es gerade mal hier, wenn wir jetzt den SPX Future mal nehmen und dann zeige ich mal hier Finanzinstrument Info, dann sehen wir hier, ist einfach der Multiplikator gleich 250. Ist natürlich sehr, sehr groß, werden die wenigsten von euch handeln können. Deshalb werden die meisten eher den ES nehmen, also den E-Mini Future. Der ist nicht ganz so groß. Da hat man entsprechend eine Kontraktgröße von 50, also gerade mal noch ein Fünftel von dem, was wir vorher hatten. Und dann haben wir noch den MES, ja, also den Micro E-Mini. Der ist dann nochmal ein bisschen kleiner und hier haben wir dann entsprechend eine Kontraktgröße von lediglich noch 5, also nochmal ein Fünftel vom Mini-Future und den kann man eben auch auf kleineren Depots handeln. Wenn das Depot eben noch kleiner ist, dann kann man natürlich auch hier den Spider-CFD zum Beispiel handeln. Sicherlich, es hat letztes Mal schon jemand angemerkt im Livestream, wir hätten jetzt hier auch einfach ein MES nehmen können, der ja eben eine Kontraktgröße von 5 hat, anstatt hier 50 Spider-CFDs zu verkaufen. Aber es ist natürlich dann nicht möglich, so wie wir es jetzt gemacht haben, mit zwei Tranchen einzusteigen. Also einmal 25 Stück und dann nochmal 25 Stück. Und genauso natürlich auch den Ausstieg zu machen. Könnte man auch sagen, wir gehen mit einer Tranche schon raus und die zweite Tranche halten wir noch länger. Das wäre hier natürlich nicht möglich, weil ein Future ist halt das Minimum, was man handeln kann. Das kann man eben nicht weiter teilen. Ja, der S&P schmiert gerade weiter ab. Der ES fällt auf 2475 Punkte, jetzt gerade kerzengerade nach unten. Also da scheint tatsächlich schon jetzt die Verkaufspanik aufzukommen. Ja, bin wieder fasziniert, Mirko. Ich muss schon fast wieder schmunzeln, wenn wir hier live im Marktgespräch sind und das zeigen können, wie gut wir hier eingestiegen sind. Ja, vor allen Dingen, es war ja auch so, es war ja auch so toll heute, oder gerade dieser Wix, dass dieser Wix, trotz dass der Kurs gestiegen ist, ist der Wix nicht gefallen. Und das sind die kleinen Nuancen, wo man ganz einfach sagt, ich warte mal lieber noch, ich glaube dem Ganzen nicht, also ich glaube dem ganzen Aufwärtstrend nicht. Und deshalb sind wir auch short eingestiegen. Und das kann jeder lernen. Also das ist immer dasselbe Bild. Und man muss halt alles hinterfragen und dann findet man seine Einstiege. Ja, ja, so ist es. Der Stefan schreibt noch, auf den Spider in ETF gibt es keinen Future, aber auf den S&P 500 Index gibt es den Micro- und Mini-Future. Genau, das sind ja die wir gerade gezeigt haben. Und die Frage, warum wir eben hier 50 Spider-CFDs nehmen und entsprechend nicht den Micro-Future nehmen, den MES nehmen. Ich komme immer durcheinander mit der Bezeichnung. Den MES nehmen, deshalb eben deshalb, weil wir hier dann in Tranchen einsteigen können oder auch aussteigen können. So, Moritz schreibt gerade, Bernie Sanders for GOP Senators threatened to hold up coronavirus stimulus bill. Naja, ich glaube nicht, dass das tatsächlich noch aufgehalten wird. Und selbst wenn, dann wird man da wieder eine andere Vereinbarung finden. Also ich glaube schon, dass es einen Konsens gibt zwischen Demokraten und Republikanern, dass man hier ein Rettungspaket schnüren muss. Wäre schon ein bisschen peinlich, wenn jetzt hier das nochmal aufgehalten wird, nachdem er ja schon zweimal gescheitert ist mit der Abstimmung. Aber ja, wie gesagt, es sind immer zwei Faktoren, sage ich, die dazu führen können, dass eine solche Abverkauf stattfindet oder eben, dass eben auch Kaufpanik entsteht. Das eine ist die charttechnische Situation. Die gibt uns sozusagen die Marken vor, an denen halt Dreh- und Angelpunkte sind. Und das andere ist der Katalysator, nenne ich es mal, eben die Nachricht, die in den Markt kommt, die viele Marktteilnehmer eben zum Anlass nehmen, jetzt Käufe oder Verkäufe zu tätigen. Weil die Frage ist immer, wo ist denn das faire Niveau? Warum steigt jetzt der DAX auf 10.000 Punkte oder über 10.000 Punkte heute und nur um dann wieder auf 9.400 Punkte zu fallen? Ja, was ja auch vom Hoch zum Tief über 700 Punkte waren, die er sich heute bewegt hat. Das ist immer die Frage, warum passiert das genau so auf eine Nachricht, die eigentlich nicht einen solchen Kurssteigerung oder einen solchen Kursrutsch zu verursachen hätte. Und da sehe ich einfach die Charttechnik als großen Vorteil, gerade wenn man hier eben kürzerfristig unterwegs ist im Markt, so wie wir das jetzt gerade mit unserem Spider-CFD-Position sind, die wir natürlich nicht als Buy-and-Hold-Position planen, sondern eben nur, bis wir unsere
Tiefs im Sinne von der S&P bewegt sich auf das Level von 2000 Punkte zu gesehen haben. Damit wieder auch einen guten Teil unserer Verluste, die wir ja erlitten haben in unserem Short-Put-System, zurückholen können, um dann eben wieder in das normale System zurückzuwechseln und dann wieder Short-Puts zu schreiben, bei dann hoffentlich immer noch schön hohen Volatilitäten. Gucken wir nochmal auf den Kontostand, um zu sehen, wir befinden uns bei 10.590 Euro aktuell, also haben wir von unserem Tief wieder deutlich aufgeholt, fast wie die Boeing-Aktie, noch nicht ganz verdoppelt, aber aber Boeing ist jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. zumindest wieder gut aufgeholt. Natürlich sind wir noch nicht auf dem Level, das wir Ende letzten Jahres hatten bei 11.000 Euro, da waren wir ja also knapp 10% im Plus gegenüber unserem Einstand von 10.000 Euro. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder die Gebühr bezahlen für die Verlängerung der Leihgebühr. Das sind jetzt zum Glück nur noch, ich glaube, $69 und keine über $100 mehr, wie das anfangs war bei der Beantragung. Aber die Gebühr ist jetzt natürlich auch nochmal, hat jetzt auch nochmal ein bisschen zu Buche geschlagen, aber fällt gar nicht mehr so auf aufgrund der hohen Volatilität, die wir aktuell im Markt haben und eben auch in unserem kleinen Depot haben. Ja, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt, wann wir die tatsächlichen Tiefs gesehen haben und wer da Interesse hat, bei uns mitzudiskutieren, eben auch außerhalb des Marktgesprächs, der ist herzlich willkommen, einfach im Discord-Server, deinem Sprachchat eben mitzudiskutieren oder auch nur zuzuhören. Wer kein Headset oder kein Mikrofon hat, der kauft sich bitte eins, die kosten wirklich nur $7,99 bei Amazon und die sind auch brauchbar. Dann gerne auch Fragen stellen. Also ich bekomme immer mal wieder im Chat geschrieben, ich bin noch Anfänger, ich traue mich nicht. Nein, bitte traut euch, es ist gar kein Problem. Wir beantworten auch gerne Fragen und da wird auch niemand ausgegrenzt, nur weil er einfach mal eine Anfängerfrage stellt. Gerne auch Fragen stellen und mitdiskutieren im Sprachchat und nicht nur zuhören. Das macht das Ganze einfach viel, viel sympathischer und dann hat man auch viel mehr Meinungen. Lebhafter. Der Begriff hat mir gefehlt. Danke, Mirko. Viel lebhafter. Ja. Ansonsten soll es erstmal gewesen sein mit unserem Marktüberblick für heute bzw. unserem Depot-Einblick. Ich bin gespannt, was ihr noch so macht bis zur nächsten Woche und was unser Depot dann macht bis dahin und natürlich auch, wohin sich der S&P bewegt haben wird. Das bleibt natürlich weiterhin spannend und sicherlich auch volatil. Wenn es euch heute gefallen hat, wünsche ich mir, dass ihr uns wieder einen Daumen hoch gebt, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt unseren Kanal abonniert und natürlich auf die Glocke klickt, damit ihr immer direkt informiert werdet, wenn wir wieder live gehen. Wie schon angekündigt, also noch ist meine Tochter nicht geboren, also mein zweites Kind lässt noch auf sich warten. Der offizielle Termin liegt zwar in einer Woche, aber ich habe ja schon die letzten beiden Marktgespräche gesagt, es kann auch immer mal früher sein. Deshalb, wie gesagt, nicht wundern, wenn wir ein Marktgespräch mal kurzfristig absagen oder verschieben müssen. Wir holen das natürlich dann trotzdem nach. Also wir versuchen weiterhin einmal die Woche unser Marktgespräch zu machen. Idealerweise behalten wir den Mittwochsrhythmus eben bei. Ja, das wäre es von meiner Seite, Mirko. Hast du noch was anzufügen? Nee, in dem Sinne eigentlich nicht. Ich denke mal, schön vorsichtig bleiben, Positionsgrößen, auf die Positionsgrößen achten. Und man sieht jetzt wieder den Wix auf 65 anziehen. Das ist schon schlecht. Das geht also ruckzuck, ne? Wartet wirklich Donnerstag, Freitag, das sind oft die Angsttage, nämlich da, wenn die großen Positionen übers Wochenende nicht halten wollen, dann bauen die teilweise auch Donnerstag ab schon. Also nutzt wirklich solche Tage, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, auch wenn es mal deutlich hoch geht und alle erwarten einen Rebound, eine Bärenrallye und wie sie es alles nennen. Aber was ist, wenn sie gar nicht kommt? Und in dem Sinne müsst ihr schon vorsichtig sein, setzt eure Stops, habt mentale Limits, ihr braucht sie nicht in den Markt legen, aber ihr müsst halt auch mal bereit sein, mal zu sagen, okay, ich lag halt hier mal 500 oder $1,000 falsch. Gut, aber bei den Schwankungen holt ihr das immer wieder auf, aber ihr dürft eins nicht machen, ihr dürft euer Konto nicht schrotten und das ist A und O. Und achtet wirklich auf eure Positionsgröße und dann sagt maximal meinetwegen 1% Verlust vom Konto und wenn ihr das erreicht habt, dann geht ihr halt raus aus dem Trade und ihr könnt euch sicher sein, ihr überlebt das Ganze. Ohne in diesen Hope-Modus zu fallen und zu überlegen, wird das was oder wird das nichts. Das ist nämlich viel nervenaufreibender und ihr müsst auch mal dran denken, es geht auch auf die Gesundheit und es nützt euch absolut nichts, wenn ihr später reich seid, aber in der Birne Matsch. Genau, und nicht deshalb, festbeißen an den Positionen, sondern immer dem Markt im Endeffekt recht geben, habt eure Limits, habt eure Stop-Losses, wo ihr aus dem Markt wieder aussteigt, wenn ihr eben mal nicht richtig liegen solltet. Genau, und in dem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Handelswoche. Schaut mal im Discord-Server vorbei. Ich freue mich auf alle Fälle. Viel Spaß noch. Genau. Und Ralf, den Namen, den gibt es zwar schon, aber der wird natürlich noch nicht verraten. Erst wenn sie tatsächlich geboren ist, dann verrate ich den natürlich,
Als allererstes natürlich Aber denen, warte die mal, im Pascal, wir Discord wollen live eigentlich dabei noch sind. mal. Was wollen wir noch? Naja, das machen wir das nächste Mal. Wir haben eine tolle Grafik noch. Ach, Siehst du, die ja, haben wir siehst du, gerade noch komplett gezeigt. vergessen. Die müssen wir jetzt noch ganz kurz zeigen. Also, das haben wir ja extra. Ich habe mir die extra hier auf den Bildschirm gelegt. Guck mal, Mirko, und dann habe ich es vergessen. Das müssen wir Ja. jetzt natürlich noch machen, weil hier Also, wir sind. ein netter Teilnehmer aus unserem Discord-Chat hat uns hier was super Tolles programmiert, das wir jetzt erstmalig auch hier zeigen wollen. Vielleicht bringt es ja den einen oder anderen Mehrwert. Wir wollen das selber mal noch ausprobieren und verfolgen. Der Mirko wird jetzt mal kurz schildern, was wir hier noch drauf haben. Also wir sehen auf alle Fälle hier oben die Daily Put Call Ratios. Das sind ja die, wo ihr immer schmunzelt, wenn ich so begeistert von den Put Call Ratios spreche. Hier sieht man wieder am heutigen Tag total nieder. Also kein Schwein sichert sich hier ab. Oder kann man jetzt nicht so sagen, aber kein Marktteilnehmer sichert sich ab. Und hier ist auf alle Fälle nicht damit zu rechnen, dass große, also dass ein Deckel zumindest unten drauf ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass der Markt unendlich tief fällt, aber auf alle Fälle sieht man, hier ist kein Deckel unten drin. Also die Kurse könnten rutschen. Und dann schauen wir uns, wir schauen ja immer auf die Most Active Stocks und da schauen wir immer das Verhältnis, also gestiegener zu gefallener Aktien. Und das sehen wir ganz einfach. Wir tracken das jetzt alle 15 Minuten und sehen dann natürlich die Veränderung hier. Und das sieht man hier, dass wir hier wirklich wieder einen tollen 90-prozentigen Up-Day aufgebaut haben. Und der wird jetzt, ich gehe mal davon aus, in den letzten 5 Minuten oder 20 Minuten wird sich das wieder erledigt haben. Das heißt, wir werden hier deutlich über 10% liegen. Also werden wir diesen als Up-Day nicht werten können. Und so kann man es halt verfolgen. Also so kann man halt gucken. Auf der einen Seite sieht man Chart, aber auf der anderen Seite kann man hier auch in den Markt hineinschauen. Und das ist das Interessante, dass man halt ganz einfach sieht, okay, was machen die Marktteilnehmer? Wie kaufen die in steigende, kaufen die in fallende Aktien? Was machen die Put-Call-Ratios? Wie verhält sich dazu oben der S&P? Und ich kann dann auch noch mal grob gerade auch die Put-Call-Ratios der letzten 365 Tage, das ist jetzt erst im Aufbau. Wir haben noch nicht so viel getrackt, aber man kann dann auf alle Fälle ganz deutlich sehen, wie das halt alles so funktioniert. Und das ist, finde ich, so Das interessant Schöne und ist, dass man halt hier einen Überblick bekommt, den man ja sonst nicht hat. Also wir haben ja hier das Rad nicht neu erfunden, sondern wir haben es einfach nur anders dargestellt. Denn diese Daten, die gibt es natürlich alle für jeden frei verfügbar. Aber wir haben sie jetzt eben hier einfach mal schöner zusammengefasst und dargestellt, sodass man eben auch den Verlauf mal sehen kann, der ja eigentlich verloren geht auf den Webseiten, weil man immer nur den aktuellen Wert sieht. Und so sieht man eben auch mal die Veränderung innerhalb des Tages beziehungsweise eben über mehrere Tage oder Wochen. Und ich finde das gut, dass man halt dann einfach mal den Chart so, ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Gardine. Ihr tut euer Chartfenster nehmen und zieht so eine Gardine auf und dann könnt ihr in den Markt reingucken. Und das ist gigantisch, was der Kollege hier programmiert hat. Wahnsinn. Genau. Tolle Leistung. Wird natürlich noch weiterentwickelt, wenn ihr da Feedback habt, was vielleicht noch fehlt da drinne, gerne hier kommentieren, dann unter das Video, dass wir das mitbekommen und dann gehen wir das auch gerne weiter. Also wie gesagt, das Tool hier ist noch in der Entwicklungsphase, aber wir wollten es euch trotzdem schon mal zeigen, weil wir das jetzt eben täglich auch mitverfolgen werden und dann eben vielleicht auch mit benutzen werden für unsere Strategien bzw. unser Trading-Geschäft. Okay, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Der S&P bzw. der Future hat auch sehr tief geschlossen bei 2465 Punkten. Ist auch jetzt aus dem Handel gegangen, als der Börse jetzt geschlossen hat. Also bin ich mal gespannt. Nächste Woche haben wir ja wieder die normalen Uhrzeiten, nenne ich sie mal. Dann stellen ja auch wir hier in Europa unsere Uhren auf Sommerzeit um. Das heißt, dann geht es erst wieder 15:30 Uhr los und dann ist auch 22 Uhr der Marktschluss. Also nicht vergessen, nächste Woche nicht wundern, warum dann um 14:30 Uhr noch keine Kurse da sind, beziehungsweise der Handel einfach eine Stunde länger läuft. Aber heute, wie gesagt, im S&P, also ein tiefer Rutsch und ich denke, das ist für unsere Position, die wir hier haben, unsere Marktmeinung, gar nicht so verkehrt, Mirko, ne? Genau, ich denke, wir müssen dann wieder morgen abwarten, weil morgen werden die Karten wieder neu gemischt. Und das ist ja auch das. Jeden Tag werden die Karten neu gemischt. Und es spielt keine Geige, ob wir gestern 5% hoch sind. Spielt keine Geige der Markt. Der Markt geht dann nicht her und sagt, oh, gestern ging es 5% hoch, jetzt muss es wieder runtergehen. Nein, es kann noch mal 8% hochgehen Ja. und am Folgetag noch mal 10% hoch, bevor es dann vielleicht mal wieder 16% runtergeht. Und die Schwankung muss man jetzt ganz einfach aushalten. Also es ist ein Schaukelmarkt, die Volatilität ist enorm, deshalb ist ja auch der VIX so hoch.
Und deshalb gibt es ja auch so viel Optionsprämie und es gibt so viel Wirrwarr und keiner weiß mehr, was los war. Gestern das Bild, ne, in der, weiß gar nicht, in der Welt hier oder bei NTV, dass die Händler sich schon wieder gefeiert haben, den besten Tag aller Zeiten. Hab mich gewundert, dass Trump nicht schon den Chart unterschrieben hat und gesagt hat, die Krise ist vorbei. Genau, wahrscheinlich war der wirklich nicht von Trump verursacht, sonst hätte er es ja gewusst. Ja. Gut. Nee, aber es ist wirklich, ihr müsst die Nerven behalten, kleine Positionsgrößen, dass es nicht so weh tut, dass ihr ruhig schlafen könnt und dass ihr auch es schafft, mal unterm Tag mal eine Tasse Tee zu holen und nicht die ganze Zeit vorm Chart sitzen müsst. Und wenn er das macht, dann seid ihr wirklich auf der Sonnenseite und habt wirklich mal diese Marktphase mitgemacht. Also ich glaube, nicht sowas nur mitgemacht, wird sich noch mal sondern geben. Überlebt und dann könnt ihr auch euren Kindern oder Enkeln später mal davon erzählen, ich war damals dabei. Denn das ist wirklich was man nicht alle Jahre erlebt. Ich habe auch mit vielen älteren Händlern als ich gesprochen, die auch schon länger dabei sind, die haben auch gesagt, solche Sachen hast du nicht erlebt bisher, weder 2008 noch 2000 noch davor. Also das ist, jede Krise sicherlich ist für sich genommen wieder komplett anders, aber hier haben wir wieder Phänomene gesehen, die es so einfach noch nie gab und die wahrscheinlich später auch noch erst wirklich im Rückblick analysiert werden können und analysiert werden müssen. Aber für heute soll es auf jeden Fall gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich hoffe, ich sehe und höre euch nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und wie gesagt, das Risiko im Depot klein. Tschüss. Viel Spaß noch.